Wenn du dir Zeit nimmst für dieses Video, wirst du verstehen, wie du mit Ängsten umgehen kannst, wie du mit Grübeln umgehen kannst, Angst vor Krankheiten, dieser inneren Unruhe, psychosomatischen Probleme, weil die sind oft ein Resultat von Ängsten, Verlustängste, Sorgen über die Zukunft, Sorgen über die Kinder, Familie, Freunde, Stress im Leben, allgemein mit Belastungen, die dir Angst machen. Das heißt, du wirst in diesem Video ganz genau verstehen, was du tun kannst, um das, was dich lähmt im Leben, loszulassen. Und darum geht's heute. Und ich möchte kurz erzählen, ich spreche nicht von einem Punkt als Psychologe beispielsweise, obwohl ich studiert habe und Psychologe bin oder als Bestsellerautor, also irgendetwas, sondern ich hatte in meinem Leben über 1000 Panikattacken. Ich war in meinem Leben an einem Punkt, wo ich mich kaum mehr traute, aus dem Haus zu gehen. Das heißt, ich weiß nicht nur von einem Studium, von mittlerweile Arbeit, von wirklich tausenden Menschen, die ich dort begleitet habe, sondern aus einer ganz persönlichen Erfahrung. Und das ist das, was den Unterschied macht. Und darum lade ich dich einfach ein, jetzt ganz entspannt zuzuhören, denn das kann vielleicht eines der wichtigsten Videos für dein Leben sein. Denn Angst ist etwas, das uns das Leben raubt, das uns einschränkt, das uns lähmt, das uns unseren Bewegungsradius immer kleiner macht. Angst ist aber nicht nur diese bremsende Energie, diese unangenehme Energie in unserem Körper, sondern Ängste sind auch oft was sehr Subtiles. Von 98% der Menschen in Deutschland ist ihr Verhalten geprägt aus Mangel und Angst. Das dürfen wir verstehen. Auch wenn jetzt nur knapp 10 Millionen eine diagnostizierte Angsterkrankung haben, ist das Verhalten angstbasiert. So, die Angst, nicht genug zu haben, die Angst, nicht überleben zu können, die Angst vorm Tod hat jeder irgendwo tief in sich. Diese existenziellen Ängste und vieles, vieles mehr. Das heißt, wir Menschen organisieren unser Leben um die Angst rum und haben uns nie damit beschäftigt, wie wir diese Ängste transformieren, loslassen können. Und gleichzeitig gibt es natürlich diesen vielen Menschen, die wirklich sich ausgebremst von dieser Emotion fühlen. Ich kann es dir von mir erzählen. Es war erst ein Lebensbereich und dann hat die Angst Lebensbereich für Lebensbereich eingenommen, bis ich eben an einem Punkt war, wo ich kaum mehr aus dem Haus ging. Ich kann mich noch gut an einen Moment erinnern. Dort war ich ich habe damals noch Elektrotechnik studiert, das heißt, bevor ich Psychologie studierte und alles, was ich jetzt mache, war ich Ingenieur. Und ich habe damals noch im Elektrotechnikstudium, saß ich im WG-Zimmer, in meinem, abends auf dem Bett, völlig gestresst, völlig unruhig, habe mich versucht irgendwie abzulenken und dann höre ich draußen einen Krankenwagen. Und in meinen Kopf kommt ein Gedanke, oh Gott, der Krankenwagen kommt wegen mir und ich hatte Panikattacke. Ich war an so einem Punkt. Das heißt, die Angst hat so weit mein Leben eingenommen, dass es etwas Banales wie eine Sirene eines Krankenwagens reichte, um eine Panik auszulösen. Das ist jetzt für Menschen, die nicht direkt an einer Angststörung leiden, völlig unbegreiflich, weil sie sagen, hey, ist doch klar, keine Angst. Aber auch diese Menschen, die an keiner Angsterkrankung leiden, organisieren ihr Leben um die Angst. Und darum möchte ich mir heute Zeit nehmen, genau für das Thema. Ich möchte mir Zeit nehmen für dich. Und das ist einfach die Einladung, lehn dich zurück und lass uns das Thema genau anschauen. Und wir beginnen damit, dass wir verstehen, dass Angst etwas Sicheres ist. Was meine ich damit? Und ich weiß, wenn du das schon gehört hast, hör nochmal ganz bewusst zu. Denn Menschen, die unter Ängsten leiden, die quasi diese unangenehme Energie, diese Unruhe, diese Anspannung, dieses ständige Vorsichtigsein, dieses Grübeln haben, die empfinden dann diese Emotion der Angst als Gefahr. Das heißt, die Menschen haben eine Angst vor der Angst entwickelt, dass diese Energie, die sie im Körper spüren, gefährlich ist. Und hier darfst du eine Sache verstehen. Dein Herz pumpt Blut durch deinen Körper, dein Magen verdaut das Essen. Jedes Organ deines Körpers hat eine gewisse Aufgabe und es ist völlig sicher. Das heißt, so funktioniert dein Organismus. Und auch deine Angst ist einfach ein Programm deines Körpers. Fühlt es sich beschissen an? Ja, natürlich. Aber es ist sicher. Das heißt, es ist wie der Magen, der verdaut. Das heißt, wenn wir genau ins Gehirn blicken, ist dort die Amygdala im limbischen System, also im Emotionalgehirn. Die scannt ständig, ist irgendwo eine Gefahr und wenn sie eine Gefahr erkennt, oder als etwas als Gefahr interpretiert und das entzieht sich oft unserem bewussten Verstand,
schüttet sie diesen Hormoncocktail aus, der unseren Körper durchflutet. Und dieser Hormoncocktail, der unseren Körper durchflutet, nehmen wir als unangenehm wahr. Dann rast das Herz, wir schwitzen, wir zittern, wenn es Richtung Panikattacke geht. Und dann interpretieren wir das wieder als Gefahr. Aber das ist ein höchst unangenehmes Programm. Aber es ist sicher. Es ist sicher. Weißt, ich möchte dir auch erklären, warum es unangenehm ist. Schwierige Emotionen, das ist nicht nur die Angst, das ist Traurigkeit, das ist Wut, manche mögen sogar die Wut, aber das ist Scham, Schuld, Einsamkeit. All diese Emotionen müssen evolutionär höchst unangenehm sein, weil sie dich dazu bekommen sollten, dich zu bewegen. Beispielsweise Einsamkeit soll unangenehm sein, denn dann soll dein Körper sich wieder Richtung Gemeinschaft bewegen, weil früher in der Steinzeit die Gemeinschaft unser Überleben gesichert hat. Angst war dafür da, es ist eine Gefahr, Angst aktiviert den Körper, Kampf oder Flucht. Das heißt, jede Emotion hat jetzt einen evolutionären Zweck. Das Problem ist natürlich, wir leben nicht mehr in der Steinzeit. Es gibt keine Säbelzahntiger mehr, es gibt wenig direkte Gefahren. Natürlich gibt es Straßenverkehr und alles, aber am Ende ist der auch so geregelt, dass es relativ sicher ist. Das heißt, es gibt nicht mehr diese direkten Gefahren. Und wenn du, das Beispiel, ich sitze im WG-Zimmer und höre die Sirene, das ist keine Gefahr für mich. Aber meine Mygi, meine Amygdala, mein limbisches System interpretiert das als Gefahr. Und dort möchte ich jetzt gleich zwei Linien ziehen. Also erstmal für dich zu verstehen, ist der erste Part, Angst ist sicher. Die zweite Ebene ist, für viele merken noch, und das gilt nicht für alle, ich möchte sie gleich genau erklären, dass am Anfang wirklich eine Interpretation der Situation passiert. Das heißt, die sind wo, oder ein Beispiel, sie müssen einen Vortrag halten, ne? Und ihr Gehirn grübelt schon Wochen davor, was passieren könnte, was nicht stimmt. Und dieses Denken, also quasi diese Interpretation der Situation, erzeugt wiederum im limbischen System Gefahr. Das heißt, die Menschen bekommen noch bewusst diese Interpretation mit. Sie sind völlig gefangen, weil sie völlig identifiziert sind mit ihren Gedanken, aber sie bekommen es mit. Das heißt, für viele, die zu Beginn von so etwas sind, oder viele, die einfach, die gehören nicht zu denen, wo jetzt ein Psychologe oder Psychiater eine Angsterkrankung diagnostizieren würde. Das sind diese 95-98%, die machen sich Sorgen, die grübeln irgendetwas nach, die denken über diese Probleme nach und die emotionale Reaktion ist noch subtil genug, dass man es einfach verdrängen kann, wegdrücken kann, weglaufen kann. So, das ist das, was die Menschen generell machen. Das heißt, aber es passiert diese Interpretation im Kopf. Und sei dort bewusst, das ist eine Einladung an dich, zu gucken, aha, wo mache ich mir diese Angstgedanken? Wo grübel ich nach? Wo bin ich in meinem Kopf und rede mich ständig über die Zukunft und ständig über die Vergangenheit und wo bin ich im Kopf gefangen? Wenn du das merkst, dass du oft in deinen Gedanken gefangen bist, lade ich dich dazu ein. Hier oben wird ein Infobutton eingeblendet oder ich hoffe, mein Team verlinkt es mir auch in der Beschreibung. Dort habe ich ein Video, genau ein ausführliches Video, genau über diese Ebene gemacht, quasi wie du negative Gedanken loslassen kannst. Das ist die gedankliche Ebene. In dem Video möchte ich mehr auf die emotionale Ebene, also auf die Angst selbst eingehen, weil auf der gedanklichen Ebene finden wir uns auch, wenn wir uns über andere Sachen Sorgen machen, über andere Sachen grübeln. Aber diese Ebene zu meistern ist wichtig. Und ich möchte schon einen kleinen Impuls in diese Richtung geben. Also das heißt, es gibt dieses ausführliche Video. Und der erste Impuls ist das. Ich möchte dich jetzt zu einem kleinen Experiment einladen. Und zwar, denk mal in deinem Kopf an einen roten Hammer und mach die Augen zu und sing alle meine Entchen in deinem Kopf. Nur ganz kurz. So, reicht schon. Die Erfahrung reicht schon, die du gemacht hast. Denn du hast die Erfahrung gemacht, okay, wenn ich an einen roten Hammer denke, ist dort ein visuelles Bild, ein Bild von einem roten Hammer. Wenn ich alle meine Entchen singe, ist dort ein auditiver Eindruck, also deine Stimme, die in deinem Kopf etwas singst. Aber, und jetzt ist das Wichtige, bitte ganz wach sein. Du kannst diese Stimme beobachten. Du kannst diese Stimme wahrnehmen. Du bist nicht diese Stimme. Du
bist. Das Wahrnehmende, nicht die Stimme. Aber die Menschen, die völlig unbewusst durch ihren Alltag laufen, von A nach B, Arbeit, Kinder, Familie, all diese Dinge, sind völlig identifiziert mit ihren Gedanken. Das heißt, es kommt ein Gedanke auf und sie glauben dem Gedanken. Und der Gedanke erzeugt Emotionen und die Emotionen erzeugen Verhalten und das bestimmt dann ihr Leben. Das heißt, sie sind völlig identifiziert mit diesem denkenden Äffchen im Kopf. Und wenn wir völlig identifiziert sind, dann sind wir gefangen im Kopf. Weil wir die Gedanken für real erachten, sozusagen. Wenn du aber Achtsamkeit und Meditation beispielsweise praktizierst, um das geht es aber auf diesem Kanal ganz viel, schaffst du diesen Raum, um das zu beobachten und siehst, diese Gedanken, die dort in meinem Kopf kommen, sind eigentlich ein Resultat meiner Prägungen, meiner Konditionierungen, wie ich aufgewachsen wurde, erzogen wurde, wie mich die Gesellschaft geprägt hat, das Gedankengut der Gesellschaft. Das hat sich in meinem Kopf geprägt, mit neuronalen Verknüpfungen. Und das ist das, was auftaucht. Aber das bist nicht du. Das ist einfach eine innere Stimme, mit der wir uns identifiziert haben. Aber wenn wir dieser inneren Stimme glauben, bekommen wir Panik. Wenn ich in dem WG-Zimmer sitze und da kommt diese Stimme von, oh Gott, dieser Krankenwagen kommt von mir und ich bin völlig identifiziert mit diesen Gedanken, dann ist das für mich in diesem Moment real und es erzeugt Panik in meinem Körper. Wenn ich im WG-Zimmer sitze, also das ist natürlich schon viele, viele Jahre her, aber wenn ich dort gesessen wäre und hätte gemerkt, ein Krankenwagen, der kommt wegen mir, aber ich sehe das einfach. Und schmunzeln, spannend, was mein Gehirn da produziert. Spannend, klar, das kommt von meiner Kindheit, von meiner Prägung. Weil meine Eltern mit den gleichen Dingen Herausforderungen hatten, gleiche Ängste hatten. Das ist eine Prägung. Und lass den Gedanken ziehen. Wenn wir dazu in der Lage wären, würde weder diese emotionale Reaktion, noch würde es mein Leben groß beeinträchtigen. Das heißt, auf der Ebene ist es wichtig, Meditation und Achtsamkeit zu praktizieren. Das ist erstmal grundlegend wichtig. Und gleichzeitig diese Identifikation mit den Gedanken. Nochmal, ausführliches Video, gerne in der Beschreibung. Das heißt, es ist diese gedankliche Ebene. Und ich habe vorher schon ganz kurz erwähnt, dass das nicht für alle gilt. Denn Menschen, die schon länger mit Ängsten kämpfen sozusagen, länger mit denen in Berührung sind, dort ist es so, dass ein äußerlicher Impuls sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen, also über unsere Sinne wahrgenommen wird und wie so ein Shortcut, gar nicht mehr über die Ebene der bewussten Interpretation, sondern direkt das limbische System, also quasi direkt vom Thalamus ins limbische System geschossen wird, als Gefahr interpretiert und bevor sie sich verschauen, Angst, Panik, dieser Modus. Das heißt, es ist wie so eine neuronale Autobahn im Gehirn, die schon so oft gefahren wurde und dann umgeht man quasi so die bewusste Interpretation oder man bekommt sie noch so am Rand mit. Aber größtenteils nicht. Das heißt, diese Emotionsregulation vom Kortex zum limbischen System, also vom bewussten Verstand zum Emotionalgehirn, wird fast umgangen. Und für die Menschen möchte ich auch jetzt dir einen Weg zeigen, wie du diese neuronalen Verknüpfungen wieder lösen kannst. Allgemein für alle Menschen. Denn wir müssen Werkzeuge in die Hand bekommen, wie wir unser Gehirn neu vertraten, um ein bewusstes Leben leben zu können. Um uns frei, freudvoll, leicht in unserem Leben fühlen zu können, um vital gesund zu sein. Das ist so wichtig. Und darum lass uns dorthin gucken. Also, wir blicken jetzt wieder in dein Gehirn, in mein Gehirn, in jedes Gehirn ist mehr oder weniger gleich. Die Verschaltungen sind zwar anders, aber der Aufbau ist der gleiche. Also, es kommt über die Sinne, du siehst, du hörst, du riechst, du schmeckst, du fühlst, kommen Informationen in dein System. Ich möchte nicht nur sagen von außen, sondern oftmals spüren wir auch was im Körper. Das heißt, eine Empfindung im Magen, Stechen, Drücken. Gerade Leute, die schon somatisieren und Angst vor Krankheiten haben oder Angst vor irgendwelchen körperlichen Problemen haben, dort ist diese Erfahrung auch natürlich ein innerer Sinneseindruck. Aber das ist erstmal gar nicht wichtig, ob der von außen sozusagen, vom Ohr das elektrische Impuls ins Gehirn kommt oder vom Körper. So, da ist dann der Thalamus, da kommt es durch, wird erstmal kurz vorsortiert. Und dann kommt dieser Impuls ins limbische System. Und gerade die Mygdala, die Mygi, wie ich sie immer so liebevoll nenne, ist so dieser Wächter. Dieser Wächter, der
Bei manchen Menschen, die völlig relaxed sind, die schon viel erlebt haben, viel verdaut haben, viel auch vielleicht an sich gearbeitet haben, diese gibt es ja auch, die wirklich diese innere Arbeit gemacht haben, der ist da mega entspannt. Das ist wie so ein Wachmann, der auf seinem Wachposten sitzt und statt irgendwie Ausschau zu halten, verbringt er dort einfach die Zeit und genießt das Leben. Bei den meisten ist die Müggi, die, vor allem die mit Ängsten, wie so ein übervorsichtiger, ängstlicher Wachmann, der ständig guckt, wo ist Gefahr, wo ist irgendwie gerade ein Problem. In den Körper scannt, ist dort gerade irgendetwas, nach außen scannt, ist dort gerade eine Gefahr. Und dieser, es kommt quasi der Impuls vom Thalamus zur Müggi, zur Amygdala, dem Wächter, dem nervösen Wächter, und der interpretiert alles sofort als Gefahr. Und boom, schlägt dann sofort die Alarmglocken. Oh Gott, Gefahr, und das ganze System, quasi das ganze Lager, wacht auf und sagt, okay, Kampf oder Flucht. Das heißt, weil der oben auf dem Wachposten so nervös ist, aktiviert er das ganze System, das ganze Dorf. Übertragen auf dich, weil der kleine Wachmann in der Müggi so aktiv ist, aktiviert er den ganzen Körper und dann schüttet der quasi vom Limit diesen Hormoncocktail in den Körper und es durchflutet dann den Körper. Und dann fühlen wir die Angst, dann fühlen wir die Anspannung, dann fühlen wir die Unruhe. Das ist das, was der kleine Wachmann im Gehirn macht. Und jetzt ist der nächste wichtige Punkt. Ganz wichtig, bitte wach sein, schau dir dieses Video 5-mal an. Hier steckt die Essenz drin. Mir war es jetzt so wichtig, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe mit Menschen, die darunter leiden. Ich möchte dir helfen. So, was die Menschen dann machen ist, wenn diese Hormoncocktail den Körper durchflutet, machen die Menschen generell 4 Dinge. So, sie projizieren. Das heißt, dort draußen ist etwas passiert, das in die Emotion jetzt in mir ausgelöst hat. Das heißt, sie geben der Welt die Schuld für die Emotionen. Das zweite, was sie machen, ist, sie gehen ins Verdrängen von, oh Gott, da ist eine unangenehme Emotion, ich will sie nicht fühlen. Die schneiden sich dann Stück für Stück halsabwärts ab. Beobachte das mal in deinem Leben. Wie oft drückst du Emotionen weg, weil sie gerade nicht in die Situation passen, weil sie gerade, ich darf mich gerade nicht so zeigen. Das ist dann dieses gute Miene zum innerlichen bösen Spiel. Im Beruf, in der Familie, überall. Neben dem projizierenden Verdrängen machen die Leute, sie laufen weg. Das war immer so ein Klassiker bei mir. Ich habe dann versucht, aus der Situation wegzukommen, wegzulaufen. Und dann war ich weg, das heißt, mein Gehirn hat gesagt, okay, ist gerade wieder alles in Ordnung und das System beruhigt sich. Aber was hat der Wachmann gelernt? Okay, dieser Ruf mit der, diese Aktivierung des Körpers, das Aufwecken des ganzen Dorfs war gerechtfertigt. Weil schau, ich habe die Alarmglocke geschalten, er ist weggelaufen, Emotion vorbei. Also das nächste Mal, wenn die gleiche Situation auftritt, werde ich noch krasser die Alarmglocke läuten. Und du merkst schon, wie du durch diese Verdrängungsstrategien, diese ungesunden Strategien mit Emotionen umzugehen, das Problem intensivierst. So, ich habe gerade gesagt, projizieren, verdrängen, weglaufen und das vierte, was die Menschen machen, ist grübeln. Das heißt, weil Emotionen schmerzhaft sind, das ist ein emotionaler Schmerz, wird in ähnlichen Gehirnarealen verarbeitet wie physischer Schmerz. Das heißt, für unseren Körper ist es Schmerz. Und Denken ist erstmal nicht schmerzhaft. Das heißt, die Leute absorbieren dann ihr Bewusstsein sozusagen im Denken und versuchen nicht zu fühlen. Das ist, was die Menschen machen. Projizieren, weglaufen, verdrängen und grübeln. So, all diese 4 Strategien, ich könnte es jetzt im Detail erklären, aber sonst wird das Video 5 Stunden lang. Aber all diese 4 Strategien führen dazu, dass die Ängste intensiver werden. Weil, wenn wir grübeln, erzeugt das Grübeln mehr Emotionen, mehr Ängste. Wenn wir es verdrängen, verlieren wir das Gespür für den Körper, aber unbewusst läuft es trotzdem noch ab und intensiviert sich. Wenn wir weglaufen, wie gerade erklärt, lernt die Müggi, okay, weglaufen ist die Strategie, ich mache das in Zukunft immer. Wenn ein Problem auftritt, wenn die Angst auftritt, ich laufe einfach weg. Und dann wird Lebensbereich für Lebensbereich kleiner. Und wenn wir projizieren, quasi der Welt die Schuld geben, den anderen die Schuld geben, dann verlieren wir unsere Möglichkeit, etwas zu verändern. Weil das da draußen ist ja schuld. Und verstehen nicht, dass es in unserem Gehirn passiert. Und können nicht dort was verändern, wo wahre Veränderung passiert. Zwischen unseren Ohren. So, also, was können wir tun, um die Müggi zu entspannen? Um die Müggi, die Amygdala,
diesen nervösen Mann zu beruhigen. Und zwar folgendes. Stell dir vor, Wachmann Mügi auf dem Posten, hinten das Dorf. Und die Mügi schlägt wieder Alarm. Dieser Hormoncocktail überflutet den Körper, aber statt dessen, dass das Dorf jetzt in Aufruhr gerät, weiß das Dorf, der Wachmann reagiert gerade wieder über, wir bleiben mal ruhig, wir bleiben entspannt. Und der Wachmann trommelt dann, das Dorf bleibt entspannt, es kennt den Wachmann. Und dann merkt der Wachmann, das Dorf reagiert gar nicht schlimm, es passiert gar nichts Schlimmes. Das nächste Mal in der Situation werde ich nicht so viel Aufruhr machen. In deinem Körper erlebst du das folgendermaßen. Du spürst, wie Ängste, Unruhe, Anspannung in den Körper kommen. Und es wird am Anfang intensiver. Quasi der Wachmann will irgendwie deine Aufmerksamkeit. Laufen, flüchten, projizieren, grübeln. Aber statt darauf zu reagieren, lässt du diese Emotion zu. Lässt du diese Welle der Emotionen durch deinen Körper fließen. Ne? Und dann ist es quasi wie so eine Welle. Und wenn du schaffst, dass du merkst, die Welle nimmt ab, das ist der Moment, wo der Wachmann lernt. Das heißt, die Kunst ist es dort, diese Welle zu surfen. Die Emotion durchflutet den Körper, du spürst diese unangenehmen Empfindungen, die Anspannung, die Unruhe, das, was du einfach fühlst, ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist wichtig, dort mal Kontakt aufzunehmen, weil wir es nie uns Zeit genommen haben. Was fühlen wir dort, weil wir immer gleich weggelaufen sind oder es verdrängt haben oder gerübelt oder projiziert haben. Das heißt, ich lasse diese Welle laufen, surf diese Welle, lerne diese Welle zu surfen. Das ist wichtig, das ist nichts, was wir einmal verstehen und dann machen können. Das ist etwas, was wir lernen dürfen. Statt hart zu werden, sanft zu werden, entspannen, Vertrauen zu lernen, dieses Vertrauen in den Körper wieder aufzubauen. Das ist ein Prozess. Ich gebe dir das Handwerkzeug. Aber den Prozess, den darfst du gehen und ich möchte gleich noch, ich habe gerade eine Idee, wir haben hier auch so eine Gemeinschaft, die gemeinsam diesen Weg geht. Das heißt, wo ich ganz ausführlich über mehrere Wochen die Menschen dort begleite. Aber nochmal zurück. Das heißt, diese Welle zu surfen und dann findet sie einen Frieden. Und wenn das der Wachmann immer wieder erlebt, immer häufiger erlebt, du immer mehr Vertrauen bekommst, dass du mit dieser Emotion der Angst, die sicher ist, umgehen kannst, entspannt sich dein Körper immer mehr und die Mögi lernt loszulassen. Und wenn die Mögi lernt loszulassen, hören auch die grübelnden, rasenden Gedanken immer mehr auf, denn es heißt ja schon, es ist eine Psychodynamik. Gedanken erzeugen Emotionen. Emotionen sind wieder die Grundlage für Gedanken. Das heißt, wenn du Ängste, ein Hormoncocktail der Angst in deinem Körper hast, hast du natürlich äquivalent auch die Gedanken dazu, weil der Hormoncocktail ja nicht nur hier ist, sondern auch hier ist. Und gleichzeitig erzeugen Gedanken wieder Emotionen. Das heißt, es ist auch oftmals dieser Teufelskreis, in dem wir drinnen sind. Wo können wir den unterbrechen? Indem wir die Gedanken so sein lassen, wie sie sind. Gedanken kommen, Gedanken gehen. Das bist nicht du, das ist deine Prägung, Konditionierung, lass sie sein. Und wenn du wirklich so Zwangsgedanken hast, schau dir das Video an, was ich eben erwähnt habe. Und gleichzeitig durchläuft diese Welle deinen Körper. Und danach ist Frieden. Und deine Mögi lernt. Und Moment für Moment findest du mehr Vertrauen in deinen Körper, mehr Vertrauen ins Fühlen, mehr Vertrauen in dich. Und deine Mögi wird entspannter und dein Leben wird leichter. Und das wünsche ich dir. Ich habe für dich nur die kurze Einladung, weil es mir gerade eingefallen ist. Hier in der Beschreibung werde ich auch diesen Kurs verlinken für all diejenigen, die dort wirklich diese intensive Begleitung brauchen. Und ich weiß, wie transformierend der ist. Wir tauchen dort wirklich in die Tiefe dieses Thema rein und begleiten dich dort einfach über mehrere Wochen auch noch mit anderen Menschen. Das heißt, es ist ein unglaublich transformierender Kurs. Hier ist der Link drinnen, klick einfach drauf, kommst auf die Webseite und du kannst dabei sein. Und ich lade dich einfach ein, dir dem zu stellen. Das ist das Wichtigste, was wir lernen können. So finden wir wieder zur Leichtigkeit, zu uns, zu unserem Vertrauen, zu unserer Mitte, zu dem, dass wir uns ein bewusstes Leben erschaffen können. Und das wünsche ich dir einfach. Und danke, dass du hier bist und danke, dass du diese Arbeit machst. Dein Peter.